Musikstreaming, smarte Lautsprecher, Podcasts. Unser Hörsinn war noch nie so gefordert wie heute. Und mit jedem Tag nimmt die Bedeutung von Sound weiter zu. Umso wichtiger wird es für Marken, dass sie auch an ihrem Klang erkennbar sind. Bereits seit 2014 haben wir bei der Deutschen Bahn eine einzigartige Brand Music. Und ein prägnantes Soundlogo. Herzstück ist die Tonfolge von D und B, die auf dem bekannten Bahnsteiggong basiert. Sie wird von einem kraftvollen Rhythmus angetrieben und hat sich so ihren Weg ins kollektive Gedächtnis gebahnt. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Die Bahn kommt. Seitdem ist viel passiert. Wir haben unsere Marke weiterentwickelt und unseren visuellen Auftritt erneuert. Menschlicher ist die Bahn geworden. Klarer, empathischer und ökologischer. Diesen Wandel wollen wir auch klanglich ausdrücken und gleichzeitig die Stärken unseres Sounds bewahren. Besonders deutlich wird das in unserem Soundlogo. Die Töne D und B bleiben, erklingen nun aber weicher, vom Klavier gespielt. Und unser prägnanter Rhythmus? Den verwandeln wir in einen Herzschlag. So betonen wir die Nähe zu unseren KundInnen. Das Thema Nachhaltigkeit lassen wir im Sounddesign subtil durch sanftes Windrauschen anklingen. Unser Markensound erklingt aber nicht nur am Ende von TV-Spots, sondern auch in unserer App, in Podcasts. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge. Bei Interaktionen mit Sprachassistenten. Hey Deutsche Bahn, ich möchte eine Reise buchen. In der Service-Hotline. Hallo und herzlich willkommen bei der Deutschen Bahn. Und vielleicht bald sogar in unseren Zügen. Unser weiterentwickelter Sound passt perfekt zu unserem Markenversprechen. Er wirkt klarer, menschlicher und nahbarer und bleibt dabei immer typisch Deutsche Bahn.